ARD. Jeder vierte Grundschüler fährt mit dem Elterntaxi. Steigt dadurch die Unfallgefahr vor Schulen? Es gibt immer weniger Geldautomaten und es werden vermutlich auch nicht wieder mehr. Und Ärger über teure Konzerttickets, was dynamische Preise sind und was sie damit zu tun haben. 15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen. So, Blick in den Kalender. 9. September. In Köln ist Uli Spinrad und ich bin Lars Sänger hier in Erfurt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe am Freitag zwar noch Lars und Nina angekündigt, aber die Nina ist leider krank geworden und deshalb bin ich jetzt doch wieder da. Wir wünschen natürlich gute Besserung, Nina. Ja, genau. Gute Besserung, Nina. Und ich fange mal mit einer Frage an. Uli, woran erkennt man, dass die Ferien zu Ende sind? Hast du eine Ahnung? Viele Kinder unterwegs. Also bei mir vor der Haustür laufen wieder jeden Morgen die Kinder von rechts nach links mit ihren Tornistern. Ja, das sieht man. Genau, das ist auch genau das Thema. Wieder mehr Staus auch rund um die Schulen in der Umgebung. Oder ich will es mal anders ausdrücken. Die Elterntaxis sind wieder unterwegs. Bei uns in Thüringen ist ja schon seit Anfang August wieder Unterricht. Insofern haben wir uns hier schon wieder an die Autoschlangen vor den Schulen gewöhnt. Wie ist es bei dir in Mönchengladbach? Das ist tatsächlich ein Thema. An meiner alten Grundschule, an meiner, wo ich selber war, ist jetzt gerade zum neuen Schuljahr eine Schulstraße eingerichtet worden. So heißt das. Da dürfen morgens und mittags dann gar keine Autos mehr reinfahren. Also auch eben nicht vor die Schule. Das ist nämlich eine Sackgasse, diese Straße. Und das hat dann immer zu wahnsinnig viel Chaos mit den Autos geführt, die sich dann da festgefahren haben. Und stattdessen gibt's direkt um die Ecke so eine Kiss-and-Drop-Zone, so wird's genannt. Da können die Kinder dann rausgelassen werden. Tja, und diese Mutter, die findet das ziemlich gut. Ich hatte selber mit meiner Tochter mal eine Situation, dass sie am ersten Schultag wirklich fast umgefahren wurde von einem parkenden Auto. Und ich finde, den Kindern tut es auch gut, die 2-3 Meter mal zu laufen. Ja, zwei Bundesländer hatten ja bis jetzt noch Ferien, Baden-Württemberg und Bayern. In Bavü geht's heute wieder los, in Bayern morgen. Tausende Schüler also, die dann passend auch zum Wetterumschwung, möchte ich mal meinen, wieder früh raus und in die Klassenzimmer müssen. Wobei, die müssen da ja erstmal hinkommen, Uli, ne? Und dazu haben wir auch mal einen hübschen kleinen Hinweis für euch rausgesucht. Der ist aus dem Jahr 1966. Viele Kinder sind Verkehrsteilnehmer, besonders wenn sie das schulpflichtige Alter erreicht haben und zweimal täglich den Schulweg zurücklegen müssen. Unsere besondere Aufmerksamkeit sollte in diesen Tagen den Schulneulingen gelten. Vielleicht hat es der ein oder andere erkannt. Der siebte Sinn, so hieß es damals, diese Sendung, war eine Sendung, die gab es bis 2005, mit Tipps zum Straßenverkehr. Klingt immer ein bisschen lustig, aber das Thema ist natürlich bis heute unverändert. Ja klar, ist ja auch der absolute Horror, so eine richtige Horrorvorstellung für alle Eltern, dass das Kind auf dem Schulweg in einen Verkehrsunfall verwickelt wird. Und wenn es heutzutage Diskussionen gibt, auch um den Schulweg, dann fällt eben ganz oft der Begriff Elterntaxi. Ja, passend zum Schulstart hat der ADAC eine Umfrage rausgebracht, da steht aber drin, mit der Sicherheit hat das nur bei den wenigsten Eltern zu tun, dass sie ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren. Nur bei einem von 10 Elterntaxis war das einer der Gründe für die Fahrerei. Ja, meistens sind es dann eher praktische Gründe, habe ich gelesen. Das Kind muss zum Beispiel direkt nach der Schule noch weiter. Das Wetter ist mies, die Schule liegt eh auf dem Weg zur Arbeit und so weiter. Also 18% der Eltern sagen, es ist einfach bequemer, das Kind hinzubringen. Ja, also wir wollen jetzt auch gar kein Bashing von Leuten betreiben, die da ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren. Dafür gibt es viele Gründe, auch wie für diesen Papa vom Niederrhein, bei dem ist die Schule des Sohnes eben einfach mal nicht so nah in der Nachbarschaft. Das sind circa 4 Kilometer und dann ist es schon ein bisschen schwierig und so selbstständig ist der Junge auch nicht, dass wir jetzt sagen würden, steig mal in den Bus und fahr nach Hause oder geh zu Fuß. Ja, gerade bei weiteren Schulwegen und auch bei schlechten Nahverkehrsverbindungen gibt es dann manchmal auch einfach keine gute Alternative zum Auto. Aber wie jede Medaille hat auch die hier zwei Seiten. Zum Beispiel hat die ADAC-Umfrage auch ergeben, viele Eltern sagen, dass die Elterntaxis ein Problem sind, dass sie das zumindest so empfinden, weil das Verkehrsaufkommen an den Schulen eben deutlich höher ist und damit auch die Unfallgefahr steigt. Ja, und falls ihr manchmal auch hadert und denkt, komm, ich tue meinem Kind mal was Gutes und bring's dann doch mit dem Auto zur Schule, es ist schon klar, allein zur Schule oder zur Bushaltestelle gehen hilft den Kindern, sagt zumindest Peter Bandermann von der Polizei Dortmund. Und deshalb unser dringender Appell an Eltern, und da sind wir wie die Wanderprediger unterwegs, lasst eure Kinder bitte laufen zur Schule. Nur so lernen sie, wie sie sich im Straßenverkehr
richtig verhalten können. Ja, so sehen das übrigens auch Verkehrsexperten, ne? Also Tenor auf dem Rücksitz lernt man einfach nicht, wie sich's im Straßenverkehr so richtig anfühlt und wie man sich da verhält. Wenn man selbst unterwegs ist, dann übt man einfach auch die ganze Zeit nach links zu schauen, nach rechts zu schauen und so weiter, die Geschwindigkeit von Autos und Fahrrädern einzuschätzen. Da gehört also doch einiges dazu und gesund ist es eben auch noch Bewegung. An der frischen Luft ist eben da genau das Stichwort. Ja, ich habe ja eben auch schon die Schulstraße bei mir in Mönchengladbach erwähnt. Das Land Nordrhein-Westfalen hat allen Kommunen Tipps gegeben, wie man sowas machen kann, also rechtlich, weil offiziell gibt es dafür gar keine Beschilderung. Da muss man als Stadt so ein bisschen tricksen. Unsere Kurznachrichten. Sat.1 hat eine geplante Sendung von Comedian Luke Mockridge abgesetzt. Die sollte nächste Woche zum ersten Mal laufen. Mockridge hatte sich in einem Podcast über die paralympischen Sportler lustig gemacht. Sat.1 sagt, seine Aussagen passen nicht zu den Werten des Senders. Mockridge hat sich schon für seine Worte entschuldigt. Die Städte und Gemeinden wollen mehr und schnellere Abschiebungen. Sie fordern eine Arbeitsgruppe, die für ganz Deutschland zuständig ist. Eigentlich ist Abschiebung eine Sache der Länder. Die Städte und Gemeinden sind für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen zuständig und klagen seit Jahren, dass sie damit überlastet sind. Bundeskanzler Scholz will eine zweite Ukraine-Friedenskonferenz und zwar diesmal mit Russland. Das hat er im Interview mit dem ZDF gesagt. Scholz sagt, die ukrainische Regierung sei auch dafür, so eine Konferenz zu machen. Er hat vor ein paar Tagen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj gesprochen. Mit einer großen Schlussfeier sind in Paris die Paralympics zu Ende gegangen. Nach dem Einzug der Sportlerinnen und Sportler und einigen Reden gab es eine Party mit vielen sehr bekannten Elektromusikern. Besonders happy dürften dabei drei deutsche Kanufahrerinnen gewesen sein. Sie haben nämlich am letzten Tag jeweils noch Bronze gewonnen. So, jetzt müssen wir über Bargeld reden. Falls jemand versucht hat, am Wochenende an Bargeld zu kommen, ich habe in der Regel nie Bargeld, bin immer derjenige, der schnorren muss bei anderen. Ist aber auch tatsächlich gar nicht mehr so einfach, je nachdem, wo man wohnt. Beide Filialen, Volksbank und Sparkasse, haben kurz hintereinander ihre Filialen geschlossen, dass die nicht mal hier einen Geldautomaten hinterlegt haben sozusagen, obwohl der Bäcker sogar angeboten hat, so ein Kombi-Geldautomaten bei ihm zu deponieren, ne? Wurde auch alles abgelehnt. Das ist jetzt Kombi, heißt Brötchen und Geld ziehen oder nein, Quatsch, Spaß beiseite. Das sagt Martin 59 aus Nordrhein-Westfalen und er beschreibt die Situation in seinem Dorf St. Witt, rund 1500 Einwohner. Ja, da müssen die Leute jetzt 10 Minuten in die nächste Stadt, nämlich nach Reda-Wiedenbrück zum Geldautomaten fahren. Definitiv mehr Aufwand, keine Frage. Hinfahren, Parkplatz suchen und finden, zurückfahren. Macht jedenfalls das Geldabheben nicht leichter. Nee, das wird sich aber wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Denn die großen Banken, die schließen eine Filiale nach der anderen. Im vergangenen Jahr sind mehr als 1200 Filialen dicht gemacht worden. Allein die Postbank schließt in nächster Zeit dann nochmal weitere 230 Standorte. Und das bedeutet dann eben auch nicht nur Filialen weg, sondern damit auch Geldautomaten weg. Ja, genau. Wir wollen euch jetzt wirklich nicht mit Zahlen erschlagen, aber nur damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie sich das entwickelt hat. 2016 gab es deutschlandweit noch fast 59.000 Geldautomaten. Inzwischen sind es nur noch 53.000. Fazit, jeder 10. Geldautomat ist abgebaut worden, Tendenz weiter fallend. Ja, und das heißt, wer gern Bargeld in der Tasche hat und dafür auch nicht extra noch Umwege fahren will, der muss sich jetzt schon an vielen Orten umstellen. Besser wird's nicht mehr. Wir haben mal Passantinnen in Heiligenhaus im Bergischen Land gefragt, wie sie denn so damit klarkommen. Es nervt mich total. Ich bin gezwungen, beim Einkaufen Geld abzuholen. Und da geht immer nur 200 Euro. Und wenn ich mal ein bisschen mehr brauche, stehe ich da. Also ich bin mobil, ich kann das. Aber sag mal, für die alten Menschen ist das echt umständlich, ne? Schlecht. Bin ich noch vom alten Schlag, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe selber noch gerne Bargeld in der Tasche und gerade so Kleinstbeträge. Also mir ist das immer noch komisch, wenn ich zum Bäcker gehe und 1,50 Euro mit EC bezahlen sollte. Ja, das stimmt, da ist viel dran, aber zur Wahrheit gehört eben auch, vieles lässt sich ja inzwischen, was Bankgeschäfte angeht, auch bequem online erledigen. Viele Jüngere können sich das vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber noch in den 90er Jahren, da musste man ja für so einen Überweisungsauftrag so richtig ein Formular ausfüllen und das persönlich bei der Bank abgeben, wenn man Geld von A nach B schicken wollte. Ja, wobei natürlich auch immer mehr ältere Menschen das Online-Banking nutzen. In der Altersgruppe ab 65 ist ein deutlicher Anstieg innerhalb eines Jahres erkennbar und bei den 50- bis 64-Jährigen nutzen sogar schon 92% Online-Banking, also fast alle. Ja klar, aber Online-Banking, das ist eben dann doch was anderes als ein Termin mit so einem echten Menschen. Das liegt ja auch auf der Hand. Ich sag's mal so, über einen Kredit oder vielleicht auch eine Hausfinanzierung will ich jedenfalls nicht mit einem Chatbot oder jemanden an so einer Telefonhotline sprechen. Und ich kann mir vorstellen, das geht nicht nur mir so. Die Frage ist doch, wo gibt's denn in Zeiten von Digitalisierung und Internet eigentlich sonst noch verlässliche Infos abseits von Online-Banking? Wir haben das mal für euch bei uns in der Wirtschaftsredaktion nachgefragt und die Kollegen haben uns diesen Tipp gegeben.
dass man zu vielen Themen auch ganz unabhängige Infos bei Finanztest bekommt. Das ist ein Angebot von der Stiftung Warentest. Da ist manches gratis, manches kostet auch was, aber es kann auf jeden Fall schon mal eine gute Vorbereitung sein, bevor man zu einem Gespräch mit einem Bankberater dann erstmal in eine etwas größere Stadt fahren muss. Tja, und was da letzte Woche passiert ist, als Oasis ihre Reunion bekannt gegeben haben und was für einen Riesenaufschrei gesorgt hat, das kennen viele wahrscheinlich auch von anderen Bands, nämlich wenn man Tickets kaufen will, dann steht man oft in der digitalen Schlange, ist dann nur irgendwie auf Platz 354.768, weil da noch jede Menge Menschen vor einem sind. Manchmal muss man auch nachts aufstehen, um ein Ticket zu kaufen. Und nicht nur das, die Tickets sind dann manchmal auch noch viel teurer als ursprünglich angekündigt. So war das bei Oasis auch. Und die britische Regierung, die will jetzt sogar prüfen, ob das alles so im Sinne des Gesetzes gelaufen ist und dann möglicherweise auch was daran ändern. Ich habe auch wieder was gelernt bei diesem Thema, Uli. Ne? Das Stichwort lautet dynamische Preisgestaltung. Bedeutet, wenn viele Leute zu einem Konzert wollen, wird es teurer. Außerdem kann es einen Unterschied machen, wann man die Tickets kauft, von wo aus man bucht und was für ein Endgerät man dafür benutzt. Bestimmt wird das Ganze durch Algorithmen, also kleine Computerprogramme. Und wie genau die programmiert sind, das will, guess what, keiner so richtig erzählen. Ja, in Großbritannien ist das gar nicht grundsätzlich verboten mit der dynamischen Preisgestaltung. Die Regierung in London will aber jetzt trotzdem mal wissen, wie das bei Oasis eigentlich so genau gelaufen ist und ob die Ticketverkäufer vielleicht trotzdem gegen Verbraucherschutzgesetze verstoßen haben. Der britische Premierminister, der heißt Starmer, der sieht ein grundsätzliches Problem mit Ticketpreisen. Der BBC hat er gesagt, Tickets sind manchmal innerhalb von Sekunden oder Minuten vergriffen und die Preise explodieren, sodass sich viele Menschen die Tickets nicht mehr leisten können. Das muss aufhören. Ja, diese dynamischen Preisgestaltungen, die kennt man ja auch aus anderen Bereichen, also wenn man Flüge buchen will oder Hotels. Also wenn jetzt viele Leute zu den Konzerten reisen, kann es dann auch noch sein, dass der Flug auf die Insel und das Hotel in London, Manchester oder Edinburgh auch nochmal teurer ist als sonst. Dann wird das insgesamt eine teure Geschichte bei Oasis. Ja, Oasis ist aber wirklich übrigens kein Einzelfall. In den USA wird diese dynamische Preisgestaltung bei Konzerttickets seit 2022 auch benutzt. Auch da wird im Moment geprüft, ob das mit einem Gesetz geregelt werden sollte. In Deutschland gibt es da bisher keine große Diskussion und es scheint auch noch nicht so richtig weit verbreitet zu sein. Die Verbraucherzentrale jedenfalls sagt, so krasse Änderungen in kurzer Zeit und dass der Preis sich im Warenkorb nochmal verändert, das gibt es bei uns bislang nicht. Nee, aber es gibt trotzdem einen Versuch, Ticketverkäufe genauer zu regeln. Nordrhein-Westfalen hat da mal einen Vorschlag in der Runde der Verbraucherschutzminister gemacht. Der ist wohl ganz gut angekommen, heißt es, aber es gibt jetzt auch noch keine konkreten Pläne und auch keine Vorstellungen, ob und wann das vielleicht zu einem Gesetz werden könnte, weil letztlich sind die Länder dafür auch gar nicht zuständig. Die können das nur vorschlagen. Ja, deswegen auch da interessant am Rande zu wissen, ne? Die EU, die regelt ja doch einiges. In diesem Fall ist sie auch schon aktiv geworden. Zumindest auf EU-Ebene gibt es eine Initiative, nämlich sozialdemokratische Abgeordnete. Die haben einen Brief an den zuständigen EU-Kommissar geschrieben. Tenor, diese dynamische Preisgestaltung, die schadet der Live-Musik und ihren Fans, vor allem den Jüngeren, die sich Konzerte nicht so leicht leisten können. Also mal schauen, was da passiert. Ja, so schnell wird da nichts passieren, haben wir schon gehört. Das ist eine Frage der längeren Zeit. Aber ich kann ja vielleicht auch selber ein bisschen was tun. Zwar nicht so richtig viel, aber die Verbraucherschutzzentrale rät immerhin dazu, mal zwischendurch vielleicht das Endgerät zu wechseln, also vom Smartphone aufs Tablet oder so. Auch mal den Ort zu wechseln, das WLAN auch. Es gibt ja auch immer diesen Tipp mit dem Inkognito-Modus im Browser, weil die Algorithmen, die merken sich, wenn ich immer wieder nach Tickets suche und dadurch wird der Preis erhöht. Und ja, mit diesen Wechseln von allen möglichen Details kann ich das so ein kleines bisschen zumindest austricksen. So, irgendwie ist ja übers Wochenende gefühlt Frühherbst geworden. Wetter ja. Und Stimmung sind heute doch anders als vergangene Woche. Es hat kräftig geregnet hier bei mir in Erfurt. Bei dir auch, Uli? Nee, es war komisch. Erst morgens herbstlich und dann plötzlich ab nachmittags knalle Sonne und 30 Grad. Merkwürdig. Ja, jedenfalls brauchen wir nicht mehr gießen. Und für gute Laune hat bei uns im Team die Hörerin Anna gesorgt. Vielen Dank, Anna. Sie hat uns dieses kleine Feedback hier geschickt. Ich möchte mich einfach mal bei euch bedanken dafür, dass ihr die Themen immer sehr kreativ und dennoch ausgewählt vortragt. Und der Podcast hat für mich darüber hinaus die perfekte Länge, um informiert und auch mit einem guten Gewissen in den Tag zu starten. Macht weiter so. Bis morgen. Vielen Dank, liebe Anna. Das hat uns echt gefreut. Wenn ihr uns auch Feedback geben wollt, natürlich auch, wenn ihr was nicht so gut findet. Unsere WhatsApp-Nummer steht in der Folgenbeschreibung. Ansonsten sagen wir erstmal danke fürs Zuhören. Macht's gut und tschüssi.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.